Ja, hallo, herzlich willkommen zu HEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Ich habe mal wieder was. Ich könnte mit Ihnen ein Quiz machen. Warum steht hier so ein, gut, das ist ein Mikrofonständer mit so einer weißen Spitze dran. Und was habe ich hier in der Hand? Die gehören ein bisschen zusammen. Das ist kein Mikrofon, keine Angst. Obwohl, hat schon ein bisschen damit zu tun. Und zwar ist das eine Akustikkamera oder Schallkamera. Ich kannte sowas bis vor einiger Zeit auch nicht, bis die Freunde von Milos Elektronik in München mir so einen Teil zur Verfügung gestellt haben. Wir schauen uns das heute mal ein bisschen an und ich meine, das wird nicht in jedem Haushalt landen, dafür ist es einfach preislich zu anspruchsvoll. Es ist für die Industrie, aber hochinteressant, was man damit machen kann. Wir schauen uns das mal ein bisschen an von oben, mal können wir was sehen. Und zwar, das ist die Frontseite. Ist ja eine Schallkamera, also Schall braucht ja auch Mikrofone. Und zwar hat die 124 Mikrofone hier. Das sind so MEMS-Mikrofone, die man auch in Handys und sowas hat. Allerdings bessere Qualität. Und hier in der Mitte ist eine Kameraoptik. Auf der Rückseite ist ein Bildschirm. Das ist ein Touchscreen, mit dem kann man das bedienen. Schauen wir uns das mal an, ein bisschen erstmal im Bild. Das ist also die Kamera. Und wie Sie sehen, ist sie preislich sehr, sehr anspruchsvoll. Die Anwendung ist eben in der Industrie. Sie ist auch spritzwassergeschützt und sowas. Und ja, hat eine Schwarz-Weiß-Optik an sich, nur obwohl es ein Farbbildschirm ist. Warum? Das sehen wir jetzt gleich. Damit wir damit ein bisschen experimentieren können, habe ich hier diesen Halter gebaut und werde jetzt die Kamera einfach mal da reinstecken, das ist gar nicht so einfach, da reinstecken, damit wir uns mal ein bisschen ansehen können, was damit möglich ist. So, jetzt wissen Sie auch, warum das Mikrofonstativ hier steht. Die Kamera ist übrigens relativ schwer und das hier ist der Akku dazu. Die kommt also nicht mit dem eingebauten Akku, sie ist sowieso schon relativ schwer. So, und jetzt kann man oben in der Kamera sehen, das, was man auch sieht, das bringt jetzt nicht viel. Wie gesagt, es ist eine Akustikkamera. Es gibt mehrere Einsatzgebiete in der Industrie dafür. Ich wollte Ihnen jetzt keine, eine wäre zum Beispiel eine Raffinerie, die wollte ich jetzt hier nicht aufbauen, wäre mir ein bisschen zu aufwendig gewesen. Aber man kann mit der zum Beispiel Leckagen finden, wenn Sie in Leitungen Leckagen haben. Oder in der, wenn Sie die auf Spannungsmod haben, so wie sie jetzt steht, dann können Sie Überspannungen feststellen, beziehungsweise wenn Sie ein Übersprechen haben, Funkenstrecke haben und sowas und können die nicht sehen beim Sonnenlicht, dann werden die darin sichtbar gemacht. Ein paar ganz, ganz einfache Sachen kann ich Ihnen ja hier mal zeigen. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Nehmen wir mal zwei Teile hier rüber. Und zwar habe ich das erste Mal hier so, das ist so ein kleiner ein Summer ist das an sich. Wenn man da Spannung dran legt oder Wechselspannung dran legt, fängt der an zu klappern. Ich lege den mal hier drauf. Hier ist mein Funktionsgenerator, mein Altertümchen. Und das den schließe ich hier einfach mal an. Der ist so alt, der hat Leistung genug, dass er das Ding hier in Bewegung setzt. So, legen das unter die Schallkamera. So, muss ich ein bisschen hochnehmen, sonst ist er zu laut. So, und jetzt schalte ich den mal ein. Und Sie sehen, da in der Mitte ist jetzt ein bunter Punkt. Das ist also ganz in der Mitte rot und wird dann nach außen immer blauer, grüner. Die Mitte ist der lauteste Punkt. Das ist also das, wo er Schall feststellt. Oben im Fenster, hier oben, kann man auch noch sehen, das ist eine Analyse des Schalls, der, ja gerade wenn man Wechselspannung hat, 50 oder 60 Hertz Wechselspannung, dann ist das schon mal ganz nützlich, wenn man das sieht. So, und wenn ich jetzt an der Frequenz drehe, dann hört er irgendwann auf, dann ist er einfach die Frequenz zu hoch für dieses Relais. Das wäre also eine elektrische Spannung. Sie sehen, bei bestimmten Frequenzen, die er analysieren kann, kommt dann oben das Fenster. Jetzt steht hier noch normal. Man kann aber auch auf High stellen oder Ultra High sogar. Und zwar, viele von den Störungen spielen sich im Ultraschallbereich ab. Also sieht man jetzt hier nicht viel. Und um die normalen Umweltgeräusche auszublenden, kann man den hier zum Beispiel auf Ultra High stellen. Dann werden die unteren Frequenzen ausgeblendet und lässt nur die oberen durch, eben bis zu Ultraschall durch.
Es gibt dann auch sowas, das wird jetzt ein bisschen quietschen. Wo sind wir denn hier? Ja, das ist gut. Das hier, wo haben wir es da? Das hier, das ist ein einfacher Piezo. So aus einer Alarmsirene ist der. Die Piezos, die kann man ja überall verbauen. Ich hänge den mal da dran. So, jetzt knatscht der auch. Und Sie sehen auch, da ist der Schall in der Mitte. Wenn ich jetzt die Frequenz hier erhöhe, der kann ja ein bisschen mehr an Frequenz. Wir können nochmal. Ich weiß nicht, wie viel Sie hören. Es ist hier jedenfalls sehr störend. Und man kann sogar in einen Frequenzbereich reingehen. Den werden Sie nicht mehr hören. Da sind wir jetzt bei über 10 Kilohertz. Und man kann auch hier, so, wir sind jetzt hier bei 10.04, also 10 Kilohertz. Und irgendwann steigt auch das Piezo aus. Ja, dann wird der, sieht man nur noch Reflexionsschall. Das hat jetzt dann auch denn nur noch 30 dB. Ja, das kann man auch oben drin sehen, oben im Fenster sehen. Also das ist jetzt hier eine Frequenz, die man kaum noch hört. Ein bisschen höre ich sie noch, ich höre hier sowieso nicht so gut. Also das ist Ultraschall. Ich meine, man kann das, das Ultraschall ja auch noch brutaler machen. Ich muss jetzt mal an der Frequenz wieder runtergehen. Ich habe hier so ein Piezohorn, den man als Hochtöner in Anlagen, in Audioanlagen verbauen kann. Auch den kann ich ja mal anschließen. Der ist jetzt noch, steht jetzt noch auf Rechteck, deswegen das Knattern. Ich stelle jetzt mal einen Sinus ein und irgendwann, ich weiß nicht, bei 1000 Hertz ungefähr, kommt der rein. Es war ja als Hochtöner gedacht. Da entwickelt sich langsam der Schall. Sie können oben die Lautstärke im Prinzip sehen. So, und das ist jetzt der Bereich, bei dem es für ihn interessant ist. Wir sind also jetzt ungefähr bei 1000 Hertz. Und je höher er kommt, und der müsste auch in den nicht hörbaren Bereich reingehen. Sehen, wir sind hier ungefähr bei, ja, wir sind ungefähr bei 50 Kilohertz. Wenn der schon mal wegläuft, ist die Reflexion meiner Sprache auf der Tischplatte. Also wir sind hier bei 30 Kilohertz. Die würde dieser Lautsprecher immer noch bringen. Gut, das hört man nicht mehr. Ich jedenfalls nicht. Aber so kann man es sehen. So kann man aber auch zum Beispiel, wir haben es ja schon bei dem Summer gesehen, das Klappern von Relais feststellt. Ich habe hier mal ein ganz einfaches Experiment vorbereitet. Das ist hier einfach, da kann man sehen, eine kleine Schaltung. Da ist hier ein Piezo drauf, das spielt hier keine Rolle. Aber hier vorne ist ein Relais, das immer einen Kondensator lädt und entlädt. Und, nee, da brauche ich den ja gar nicht für. Der spielt für sich selber, wenn ich dem Spannung gebe. Da ist einfach nur ein kleiner Arduino. So, wollen wir mal schauen, ob wir den ankriegen. So, vielleicht hören Sie es ganz leicht, das Relais klappern. Aber er sieht auch das Relais, wo es ist, auf der Platine. Und auch hier hört das irgendwann auf. Dann macht das Relais nicht mehr mit. So, müssen wir nochmal Strom geben. Da war so eine Sicherheitsschaltung drin. Da war er weg. Und jetzt will er uns nicht mehr. Der Arduino hat auch schon mal so sein Eigenleben. Nee, da, jetzt hat er wieder. Und auch hier kann man oben die Analyse sehen, wenn bestimmte Frequenzen auftreten. Das Ganze kann man dokumentieren, indem man, na, jetzt will er mich zanken. Ich kann das also auch dokumentieren, kann also hier einen Snapshot machen. Na, hat er? Ja. So, habe dem jetzt keinen Wert gegeben, habe einfach mal einen Snapshot gemacht davon. Die kann ich mir ansehen, diese Snapshots. Hier in dem Fall ist nur eins drin. Warum nur einer drin ist, zeige ich Ihnen gleich noch. Das ist also das Bild, das ich aufgenommen habe. Und hier in der Mitte sieht man, da war die Schallquelle. Ich sagte, der kann auch andere Sachen.
Und zwar hat er ja so eine Mini-Bedienung. Also hier kann man, Network Settings ist, wenn man ihn ins WLAN einbinden will. Und wenn man zum Beispiel die Daten automatisch übertragen lassen will. Das sehen wir uns gleich noch an. Und hier kann ich zwischen dem Power Mode und wenn ich den umschalte, kommt dann der Air Mode. Das heißt, jetzt ist er besonders auf Lecks, auf Strömungslecks ausgelegt. Ich werde das mal probieren. Das ist ein bisschen abenteuerlich. Ich habe hier einfach einen alten Fahrradschlauch. Der ist auch an einer Stelle undicht, deswegen klebt da so ein Pflaster drauf. Und ich nehme mal eine Pumpe, eine ganz einfache Fahrradluftpumpe. Interessant war, bei den Tests habe ich festgestellt, dass hier meine Fahrradpumpe undicht ist. Die hat hier vorne, ich weiß nicht, ob wir das sehen, da, hier vorne ist irgendwo eine Undichtigkeit drin. Aber ich nehme jetzt einfach mal den Fahrradschlauch, klemme den an. Ich muss jetzt hier, darunter ist nämlich ein Loch unter diesem Pflaster. So, und jetzt pumpe ich den mal auf. Und jetzt können Sie sehen, in diesem grünen Kästchen, wo Luft fließt, wo Luft strömt. Und zwar sagt Ihnen ja, die Fahrradpumpe ist nicht in Ordnung. So, muss mal reichen. Deswegen war der hier. Und jetzt ist hier, da, wo das Loch in der Fahrradschlauch ist, sieht man noch, dass da Luft strömt. Und zwar ist das relativ leise mit 37 dB, aber es strömen aus ungefähr 5 Liter pro Minute. 5 bis 6 Liter pro Minute. Wenn man noch einen Preis hinterlegt, kann man damit auch feststellen, was so ein Leck kostet. Ich habe jetzt natürlich nicht die Entfernung eingestellt. Die kann man hier, hätte man besser auf 0,5 Meter gestellt. Aber dann kann man besser lokalisieren, was los ist. Und ich kann ja nochmal pumpen. Und Sie sehen den Effekt in meiner Luftpumpe. Na, den müssen wir wieder draufkleben, dann sieht man es besser. Der also hier, wie hier undicht ist, Luft verliert. Da wundere ich mich immer, warum ich so lange an den Fahrrädern aufpumpen muss. Und jetzt ist eben hier die Undichtigkeit, die sieht man noch an, und wenn ich die Hand davor halte, dann ändert sich die Strömungsrichtung und es passiert was. Der ist jetzt auch auf Ultra stete, wenn ich den auf Normal stelle, dann ist er nicht so empfindlich im HF-Bereich. Aber im Ultraschallbereich wird das aufgezeichnet. Jetzt habe ich Ihnen soeben gesagt, ja, hier da beim Network Settings, da steht ja Upload Snapshots. Und zwar kann man, wenn er in einem Hausnetz eingebunden ist, direkt die Daten in eine Cloud, in eine FLIR Cloud, die ist ja von FLIR, die Kamera FLIR, wie heißt sie, S124, die kann man direkt hochladen, diese Bilder. Ich habe das in den letzten Tagen schon mal gemacht. Und da sieht man so ein paar Beispiele, die ich mir angesehen habe oder die ich ausprobiert habe. Das ist zum Beispiel hier auch der Fahrradschlauch. Mein geliebter Fahrradschlauch. Hier ist das Loch im Fahrradschlauch, wie man unschwer sehen kann. Und hier unten gibt es so eine Analyse dazu. Hier gibt es eine Frequenzanalyse. Kann man auch eine FFT drüber legen. Bringt nicht viel bei Rauschen. Also beim Ausströmen bringt das nicht viel, wie das Signal sich verhält. Und man kann auch, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwas hören wird, man kann ein Audio ablaufen lassen. Denn wenn man einen Snapshot macht, dann wird automatisch 4 Sekunden Film und 2 Sekunden Audio aufgezeichnet. Da in dem Fall hört man fast gar nichts, weil er einfach zu leise ist, das Rauschen. Außerdem geht das besser, wenn man still davor ist. Das hier ist zum Beispiel der Piezo-Hochtöner. Und zwar ist er jetzt in einer Umgebung, wo ganz viele Reflexionen sind. Aber man kann sich das trotzdem mal ansehen. Das ist die Frequenz, die ist ziemlich klar. Das war also eine Frequenz irgendwas um 15 Kilohertz rum, schätze ich mal. Also hier ist 11 Kilohertz, 23 Kilohertz ungefähr in der Mitte. Ist also außerhalb des hörbaren Bereichs. Und hier gibt es dann eben noch ein paar Resonanzfrequenzen. Diese breite Fläche, die kann man natürlich dann auch zusammenschrumpfen lassen, um dann festzustellen, wo wirklich die Quelle des Geräusches ist. Was haben wir sonst noch?
Das ist der Piezo, den wir hier auch hatten. Auch hier sieht man Reflexionen auf der Tischplatte. Aber wenn ich den weiter zusammenfahre, konzentriert er sich immer mehr auf den Punkt, wo der Schall wirklich ausgetreten ist. So, das ist nochmal der Fahrradschlauch. Jetzt müsste aber gleich auch das Ding mit meiner Pumpe kommen. Das war denn das, da habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass meine Fahrradpumpe undicht ist. Sehen hier, das ist der Bereich, wenn wir es mal wegmachen, hier ist die Fahrradpumpe an das Ventil ran und siehe da, da trat Luft aus, obwohl es gar nicht sollte. Normal sollte so eine Fahrradpumpe ja dicht sein. Auch hier kann man denn sich eine Analyse zeigen lassen. Also es ist auch wieder ein Rauschen, ein unbestimmter Frequenzbereich. Wenn man da eine FFT drüber legt, sind alle Frequenzen, die man so kennt, vertreten. So kann man denn aus den Daten, die man gewonnen hat, kann man Reports erstellen, kann ein PDF-Format. Da habe ich mit meiner Pumpe habe ich mich drüber geärgert. Das hier ist zum Beispiel nochmal das Relais, das soeben klapperte. Kann man auch sehen. Da kann man ja mal sehen, hier ist die elektrische PRDP-Analyse und hier unten sind die einzelnen Frequenzen. Und hier ist das Signal, also immer wenn das Relais anzieht, einen großen, dann klappert das nach. Das machen Relais hier leider. Und hier ist, wenn das Relais losgelassen wird. So kann man denn das auch analysieren. Ob jetzt der Film dazu läuft, ne, dann hört also das Audio nicht. Sonst würde man jetzt auch hier das Klappern hören. So, das müsste so ziemlich alles sein, was ich denn einfach mal probiert habe, als ich die Kamera kriegte. Na, das muss ich Ihnen noch zeigen. Das ist was ganz Besonderes. Das hier, mitten in der Luft, ist ein Schallpunkt. Das war folgende. Ich saß draußen im Garten und da oben flog ein Vogel her und der zwitscherte laut vor sich hin. Und da habe ich einfach mal die Kamera drauf gehalten, habe einen Snapshot gemacht. Und siehe da, da hat sich der Vogel da bewegt. Konnte man denn sehen, der bewegte sich hier so quer rüber. Und hier hat er am lautesten gezwitschert. Und das kann man auch damit messen. Auch damit könnte man messen, wenn zum Beispiel man untersuchen will, ob irgendwo in einem Busch sich ein Vogel versteckt hat. Davon habe ich aber keine Aufnahmen, die sind nicht mehr da. Also, wenn man sich sowas mal ansieht, wie gesagt, ist preislich. Mit den 14.000 irgendwas Euro, die er kostet, oder je nachdem, welche Ausstattung man hat, ist es nicht ganz billig. Wenn man damit, wenn, so wie ich, man die Chance hat, damit mal rumzuspielen, ist es einfach klasse, es macht einfach Spaß. In der Industrie ist es sinnvoll, wenn Sie irgendwo ein Leck haben, wenn Sie irgendwo in einer elektrischen Schaltanlage eine Überspannung haben und suchen die, dann können Sie hier mit rumlaufen und können die wirklich präzise bis auf ein paar Zentimeter genau messen. Denn je nachdem, wie das ist, möchte man ja nicht in den ganzen Anlagen oder kommt vielleicht nicht dran. Die können noch Strecken bis 50 Meter oder noch mehr damit messen, sodass sie auch, wenn oben in einer hohen Installation oder einer hohen Röhre irgendwo ein Leck ist, können sie es hiermit feststellen, können sehen, ob es sich lohnt zu reparieren oder ob man sagt, okay, wir schalten den Strang ganz ab. So, eine Schallkamera. Das ist die FLIR SI-124, die man wahrscheinlich im Zuhause nicht einsetzen wird, weil sie einfach in der Anschaffung zu teuer ist. Aber kann in der Industrieanwendung sehr, sehr, sehr viel Geld sparen. Das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf hansschmitz.org.